Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwanne und willkommen zu einem neuen Video. Und heute stellen wir uns der allerwichtigsten Frage. Wie, woher hast du das? In meiner Laufbahn als erfolgreiche YouTuberin, wenn nicht sogar die erfolgreichste, also während dieses... bekomme ich sehr oft die Frage gestellt, Vanessa, woher hast du? Punkt, Punkt, Punkt. Und ab und zu versuche ich mal, solche Fragen auch zu beantworten, aber ich kann ja nicht die ganze Zeit den Leuten da drunter schreiben, ach so, übrigens, der Lippenstift ist von da und da und die Brille habe ich von da und da und also... ja, you get the point. Aber es wäre auch irgendwie unfair, diese Fragen so gar nicht zu beantworten, deswegen habe ich mir paar rausgesucht, die oft gestellt werden, beziehungsweise in der letzten Zeit oft gestellt wurden. Und bitteschön, hier kommt meine Liste von Dingen, die ich habe und woher. Also macht euch gefasst auf ein Produktgewitter, wie es noch nie da war. Es wäre schön, wenn ich mit diesem Video so hammer viel Geld verdienen könnte. Aber außer Amazon-Affiliate-Links habe ich nichts anderes, deswegen... wenn ich was bei Amazon finde, dann mache ich das mit dem Affiliate-Link drunter. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch über den Link kaufen, wenn ihr euch das nachkaufen wollt. Aber ansonsten werde ich das einfach vielleicht noch in die Kommentare in die Beschreibung reinschreiben. Das wäre gut. Woher hast du das Oberteil? Das ist so schön. Wie man unschwer erkennen kann, ist dieses Oberteil von Adidas und ich habe es von Kelly. Hallo! Hi, ich habe eine Frage. Woher ist dieses rote Oberteil von Adidas, was du mir gegeben hast? Das langärmliche. Ja, wo hast du das gekauft? Ich glaube, ich habe es damals bei Outfitters oder Topshop. Okay, danke schön. Mehr wollte ich nicht aber wissen. Aber ich glaube eher Topshop. Ich drehe gerade ein Video, in dem ich alle Fragen beantworte, woher ich was habe. Der Blazer ist so schön. Woher hast du den? Der Blazer ist von Bershka. Und ich habe ihn für die Aladdin-Kinopremiere gekauft. Wann habe ich ihn gekauft? Letztes Jahr. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Aber ich muss sagen, die Bershka-Qualität finde ich jetzt nicht so optimal. Dein weißer Pulli ist mega schön. Woher hast du den? Also dieser Pulli ist schon wunderschön, ne? Aber wenn ich ihn nur einmal anprobiere, ist immer Make-up dran. Und dann kann ich schon eigentlich wieder in die Wäsche schmeißen. Dieses Oberteil ist von Sparks. Ich liebe auch dieses Oberteil. Ich habe es ganz zufällig in einem Kölner Laden gefunden, als ich für die Dagi-Party was gesucht habe. Wie hieß dieser Laden in Köln? Wartet. Wie heißt nochmal der Laden? Kelly schreibt. Der Laden heißt Goldig und ist am Friesenwald 32 bis 36. Große Empfehlung, da finde ich immer schöne Klamotten. Was ich besonders cool an dieser Boutique finde, ist, dass da immer so ausgewählte Klamotten sind. Also auch von Vero Moda oder Pieces oder anderen Marken. Aber man merkt, dass die Boutiquebesitzerin einen guten Geschmack hat und echt eigentlich alles schön da drin ist. Und nun Trommelwirbel. Woher hast du deine Brille? Leute, nun bekommt ihr die Antwort. Woher habe ich diese wunderschöne, iconic Brille? Ich habe diese Brille bei Mr. Specs geholt und zwar nicht online, sondern im Store im Alexa in Berlin. Die Brille ist von Escada. Escada ist eine Marke, die man kennt, oder? Die war relativ teuer, das weiß ich. Und die habe ich dort bei Mr. Specs machen lassen. Fun Fact zu dieser Brille. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich saß letztens mit Timo im Restaurant und mir ist das Brillenglas einfach rausgefallen. Und dann habe ich gemerkt, dass die Schraube, die das Gestell um das Glas so festhält, rausgefallen ist und dadurch halt das Glas auch rausgefallen ist. Und dann bin ich zu Mr. Specs und die haben mir halt eine viel zu große Schraube da jetzt reingemacht. Hier. Und auf der Seite ist diese Schraube nicht zu sehen. Ja, so viel dazu. Woher hast du deinen Wäscheständer? Dieser Wäscheständer ist von Aldi. Und zwar habe ich ihn vor 4 Jahren gekauft oder 5, als ich nach Berlin gezogen bin. Ich habe aber gesehen, dass Obi, glaube ich, den gleichen hat. Hier kommen richtig die Housewife-Vibes, weil der mega praktisch ist. Er ist auf jeden Fall sehr viel platzsparender als diese großen. Ey, ey, I walk around like gang. Und ja, beste Kaufentscheidung meines Lebens. Von einem guten Wäscheständer will man natürlich auch immer die Marke wissen. Gemi. Gemi, Gemi, Gemi. Woher hast du deine Hose? Die sieht aus, als würde sie extrem gut sitzen. Meine Hose ist von BDG, also die Urban Outfitters Marke. Ich muss auch sagen, das ist die beste Hose, die ich jemals besessen habe. Sie ist sehr gemütlich. Sie geht immer wieder auf ihre Ursprungsgröße zurück. Sie verwäscht sich eigentlich
kaum. Ich habe sie leider schon zerstört mit Farbe und so, aber trotzdem werde ich sie für immer behalten. Geil, der Pulli mit Google. Please sag mir, woher du ihn hast. Dieser Pulli ist Teil einer Werbekampagne gewesen, denn wer lesen kann, sieht hier, dass hier steht Pixel 3 und dann ganz viele Google-Einträge für das Pixel 3. Ich finde den auch mega cool. Ich muss aber sagen, damals hat mir Google geschrieben und meinte so, hey, wir würden dir gerne was zuschicken. Und ich so, oh mein Gott, schicken Sie mir das Pixel 3? Ja, bitte. Und dann kriege ich den Pulli. Andere Leute kriegen Smartphones hinterhergeworfen, ich kriege Pullis. Bei weißen Sachen sind irgendwie schwierig, ne? Weiße Sachen werden immer so fusselig und so. I don't know. Jetzt habe ich da einen Berg mit Sachen. Anstatt es immer wieder an seinen Platz zu bringen, schmeiße ich es. Ich bin zu unordentlich. Woher hast du das kleine Schweinchen auf der Schuhkommode? Sag Hallo zu Frieda. Frieda ist wirklich das schönste Geldschwein. Guckt euch mal dieses liebe Gesicht an. Und ich will ja nicht angeben, ne? Boah. Ah, dieses Schweinchen ist gut gefüllt. Das Schwein war ein Geschenk von Timos Schwester an Timo. Aber ich habe es auf Amazon gefunden, also verlinke ich es euch unten. Woher hast du das Bild in deiner Essecke? Ganz kurzer Funfact zu dem Wort Essecke. Essecke. Edda Vendetta hat mal die lustigste Story dazu erzählt. Und zwar dachte sie ganz lange, dass Essecke ein türkisches Wort ist für Essecke. Props an Edda Vendetta für diesen Hammer-Joke. Und das Bild ist von der Künstlerin Vanessa. Denn ich habe es selbst gemalt. Die Komplimente können jetzt einmal reinfließen. Danke, ja. Oh, ich weiß. I am so talented. Oh, thank you. Und ich habe mich ja mit Feng Shui beschäftigt. Und laut Feng Shui ist die Ecke von unserer Essecke in der Partnerschaftsecke. Und dann soll man da so paar Sachen raufhängen. Anbringen. Ach, so schwer das Bild. Ich lasse es jetzt einfach auch für den Rest des Videos da stehen. Das ist kein Problem. Woher hast du die Strickjacke? Die ist hammercute. Die Strickjacke ist von meiner Mutter. Als es angefangen hat, kalt zu werden, habe ich zu ihr gesagt, hey, ich habe gar keine warmen Sachen. Und dann hat sie von oben aus ihrem Zimmer das hier mitgebracht. Und es ist von dem allseits bekannten und beliebten Label Up to Fashion. Und da zeigt es sich mal wieder, dass wenn man trendy aussehen möchte, keine Marken braucht. Malwanne, woher hast du die Tapioca-Perlen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es in dem Video nicht verlinkt habe, aber die Tapioca-Perlen sind natürlich von Amazon, weil immer, wenn ich so random Shit brauche, hole ich es bei Amazon. Sorry, ist unverlinkt. Woher hast du dieses geile T-Shirt? It's from Weekday and I love it so much. It has two cats on it and it says Pussy run everything and that's so true. Thank you. Woher hast du deinen Pulli? Noch nie war ich so froh, dass jemand das gefragt hat. Dieser Pulli ist von Alexander Wang. Den habe ich in New York gekauft. Bei Macy's. Dieser Pulli hat $450 gekostet. Thank you everybody. Kleine Storytime zu diesem Pulli. Ich habe den in New York gekauft und dann habe ich ihn mit nach Hause genommen und weil hier drin steht, dass man ihn nur mit der Hand waschen soll, habe ich ihn immer nicht gewaschen, sondern dann hang er halt so in meinem Schrank und ich wusste, dass ich ihn waschen muss, aber ich wollte ihn irgendwie zur Reinigung bringen oder gucken, wie ich ihn selber mit Dampf oder so waschen kann. Und dann hat ihn Timo einmal auf dem Bett liegen sehen und in die Waschmaschine geschmissen und bei 30 Grad gewaschen, was gar nicht so schlimm ist, aber dann hat er den nassen Pulli 2 Tage lang in dieser Waschmaschine vergessen und als ich dann die Wäsche endlich mal rausgeholt habe, nachdem ich sie nochmal durchgespült habe, habe ich gesehen, dass er meinen $450 Pulli gewaschen hat. Mein Herz ist einfach nur zu, also vor allem habe ich ihn danach nie getragen, weil ich ihn immer nicht gewaschen habe, weil ich mich nicht getraut habe, ihn falsch zu waschen. Und dann schmeißt ihn Timo einfach so in die Wäsche rein. Das ist das Schönste an Beziehungen und Zusammenleben. Du hast einfach keine Kontrolle über nichts. Woher hast du einfach diese Marlboro-Tasche? Ich will die auch. Also sie ist von dieser Marke, mit diesem Totenkopf. Ding, was man jetzt nicht so gut sieht. Ich habe diese Tasche auch in New York gekauft, in einem ganz schnuckligen Laden, der ganz viel crazy Stuff hatte. Und ich weiß nicht wieso, ich musste diese Tasche unbedingt mitnehmen, auch wenn es eine Zigarettenschachtel ist. Ne? Ich finde, die hat so viel Style. Ja. House of Muamua. Ich habe diese Tasche irgendwo mal online gesehen. Auf jeden Fall hat sie sehr viel Geld gekostet. Also irgendwas bei $500. War schon extrem. Woher hast du deine Lashes? Diese Frage um meine Wimpern ist auch eine der meistgestelltesten, die ich jemals bekommen habe. Meine Wimpern, die ich jetzt zurzeit gerade nicht habe. Und ich habe mir, falls ihr es sehen könnt, Wimpern-Extensions mal dran machen lassen. Meine Wimpern
die jetzt da nicht drin sind, sind von Love, von der Hatice Schmidt Kollektion. Die Luxurious Lashes? Auf jeden Fall sind das die Berlin. Das Ding ist, ich habe mir gerade gestern das erste Mal Wimpern-Extensions dran machen lassen, weil ich wirklich so gerne volle Wimpern habe und jedes Mal diese zu kleben, ist ein bisschen aufwendig. Allerdings sind auch Wimpern-Extensions so unglaublich teuer, dass ich nicht weiß, ob ich das hier weitermachen kann. Ich werde euch die Wimpern mal unten verlinken. Sie kosten 8,95 Euro. Woher hast du das T-Shirt? Ich liebe Stranger Things. Ja, Leute, auch wieder so Items, die ihr alle wissen wollt. Meine Stranger Things T-Shirts. Ich habe zwei Stück. Das eine habe ich schon mittlerweile zum Crop Top gemacht, weil so große T-Shirts irgendwie auch nicht mehr so beliebt sind, ne? Diese T-Shirts habe ich von der Marke Pull & Bear und die haben wirklich eine gute Qualität. Ich habe sie schon oft in die Waschmaschine geschmissen und sie sind perfekt. Wenn ich sie natürlich online noch finde, dann verlinke ich sie euch, aber es kann sein, dass sie schon weg sind. Woher hast du das Hemd? Das Hemd. Das eine Hemd. Hallo, das Hemd ist von Tommy Jeans. Und zwar habe ich mir das im Sommer gekauft. Ich weiß nicht, ob sie es noch haben. Auf jeden Fall trage ich es gerne als Kleid und nicht so im Winter, weil das hält halt nicht warm und ich weiß gar nicht, wie es, also es ist so oversized, wenn man dazu eine Hose anhat, dann sieht das irgendwie komisch aus. Woher hast du das Waffeleisen? Das Waffeleisen habe ich wie die meisten Sachen von Amazon, ich verlinke euch das unten. Das habe ich während der Kochbuchzeit gekauft, also als wir es gemacht haben. Und seitdem nicht noch einmal verwendet und ich ärgere mich darüber. Doch, mit Freddy und Kelly haben wir Waffeln gemacht. Ich ärgere mich aber ein bisschen, wenn man sowas holt, was man einmal irgendwie cool findet, aber es nicht wirklich einen Nutzen hat für everyday, dann ja. Genauso wie mit einer Eismaschine, ein Entsafter, habe ich nicht, aber ist auch so. Das sind so Geräte, die sind nice to have, aber wirklich so selten im Gebrauch, ja. Woher hast du das Lama-Bild? Leute, dieses Lama-Bild ist bei euch so krass gut angekommen, dass man mittlerweile Malwanne Lama-Bild eingeben kann bei Google und da kommt man auf das Lama-Bild. Es ist nämlich von Maison du Monde und ich wollte unbedingt mit denen eine Kooperation machen, aber sie finden mich einfach scheiße, deswegen hier. Um eure Lama-Bedürfnisse zu befriedigen. Aber mittlerweile hängt es im Flur, das Bild. Es ist nämlich riesig und man hat nicht so viel Platz. Woher hast du die Ketten? Die sehen voll geil aus. Leute, ich bin ehrlich mit euch. Ich lese niemals so gerne meine Kommentare, wie wenn ich diesen Pulli anhabe. Denn es ist ein Nike-Pulli, auf den Ketten drauf gestickt sind. Und so oft wollt ihr wissen, woher ich diese Ketten habe. Die gehören zum Pulli. Das sind keine echten Ketten. Die bewegen sich auch nicht, wenn man sich bewegt. Ist dem einen oder anderen vielleicht nicht aufgefallen. Hast du dein Oberteil selber gemacht? Wenn nicht, woher hast du es? Ich habe sie nicht selber gemacht. Die habe ich bei Mask World bestellt. Kleiner Fun Fact hier. Ich musste das Kostüm an den Seiten aufschneiden, weil die Arme so dünn waren. Ich glaube Kelly, ja, Kelly hat sie auch angeschnitten. Das war wirklich eng. Ohne Scheiß. Ach so, das sind die Kleider von Two Broke Girls und wir haben sie benutzt, als wir ein Rezept aus Two Broke Girls gemacht haben. Woher hast du den Calvin Klein Jeans Pulli? Leute, es gibt so Kleidungsstücke, die kaufst du und erst nach ein paar Wochen merkst du, dass es eins deiner Lieblingsoberteile für immer sein wird. So ist es auch mit dem Calvin Klein Jeans Pulli. Ein Crop Top Oberteil, das ich zurzeit nicht mehr so oft trage, weil mein Bauch ein bisschen dicker geworden ist. Als ich es damals gekauft habe, hatte ich einen wirklich einen flachen Bauch. Das habe ich definitiv bei Asos bestellt. ASOS, ASOS, nennt's wie ihr wollt. Oh mein Gott, dein Outfit steht dir übrigens mega gut. Woher hast du dein T-Shirt? Dieses T-Shirt ist von Monki und zwar habe ich das zusammen mit meiner Nichte gekauft. Da haben wir uns komplett gleiches Outfit gekauft und ich liebe es, wenn man sich im Partnerlook anzieht. Ja, that's it. Ich muss aber sagen, Monki-Qualität gefällt mir halt gar nicht. Woher hast du das Oberteil, Vanessa? Das Oberteil habe ich, glaube ich, auch von ASOS. Ja, manchmal findet man da so ein richtiges Schmuckstück. Dieses Oberteil, muss ich auch sagen, ist so ein Ding, danach fragt ihr jedes Mal, wenn ich es im Video anhab. Ich muss auch sagen, ich fühle es nicht immer. Es gibt Tage, da will ich das unbedingt anziehen und an manchen Tagen denke ich mir so, warum, was? Was ist das? Durch diesen Kragen hat es so einen leichten Charlie Sheen Charakter. Und es ist von der Marke Milk It. Also vielleicht findet ihr es oder ich. Mal gucken. Woher hast du den Pulli? Diesen Pulli habe ich für 10 Euro bei Weekday geschossen. Und es ist einfach mein absoluter Lieblingspulli. Ich weiß nicht, warum der so krass reduziert war. Ich glaube, original hat er irgendwie 40 gekostet oder so. Oder 50. Ja, 10 Euro, ey. Und den kann man so richtig nice überwerfen und einfach rausgehen und sagen,
Hier bin ich. Woher hast du diesen Pullover? Dieser Pullover ist von der ASOS Eigenmarke und ihr dürft niemand verraten, dass ich ihn zu Hause habe, denn er gehörte zu Guten Morgen Internet und den hat eigentlich, glaube ich, Freddy immer getragen. Es ist ein männlicher XL-Pulli und wenn man als Frau dieses Ding trägt, dann ist es wie ein cuter Ariana Grande-Moment. Nee, es ist ein schöner Pullover. Ich habe ihn mitgesneakt. Ich glaube, ich hatte ihn aus Versehen einfach an und bin nach Hause gegangen. Und dann habe ich ihn halt vergessen zurückzugeben. Da aber nie jemand nach diesem Pullover gefragt hat, freue ich mich sehr, dass ich ihn immer noch im Besitz habe. Woher hast du deine Schüsseln? Meine Schüsseln? Also, die habe ich von meiner Mutter. Ich weiß nicht, woher die sind. Ich habe absolut viele Dinge, die ich habe, sind aus meiner Mutters Küche, weil meine Mutter sehr gerne online shoppt und mir dann Sachen dippt. Woher hast du diesen bunt gemusterten Kissenbezug? Der ist richtig schön. Hör mal, schön ist der. Dieses bunt gemusterte Kissen habe ich von Home24. Und zwar habe ich es damals so gut gemacht, als ich in die letzte Wohnung frisch eingezogen bin. Da habe ich nämlich alles, was mir gefällt, einfach ausgeschnitten und bei Photoshop zusammengestellt. Und so konnte ich mein perfektes Wohnzimmer-Esszimmer zusammenstellen. Ich habe noch nie so organisiert eingekauft, weil ich sonst immer nur zu Ikea gehe oder zu irgendeinem anderen Möbelhaus und sage, ja, das gefällt mir, das auch. Und dann kaufe ich alles und merke am Ende, dass es einfach nicht zusammenpasst. Und als ich das so bei Photoshop, bevor ich etwas bestellt habe, so, dann habe ich mir so ausgetauscht, neue Stühle, neue Kissenbezüge. Und vor allem so ein Kissenbezug macht auch so viel mit der Einrichtung, wenn du irgendwie so Farben wieder aufgreifen möchtest. Benutze ein Kissen dafür. In meiner neuen Wohnung habe ich es nicht gemacht. Da war ich nicht so organisiert. Da habe ich einfach alle Möbel genommen, die ich habe. Und zusammengewürfelt. Und da ich euch kenne, werde ich euch jetzt gar keine Möglichkeit geben, was schlecht für den Algorithmus ist, aber ich gebe euch keine Möglichkeit, jetzt eine Woher hast du Frage zu stellen. Also, meine Wimpern habe ich bei Helis Lab in Berlin machen lassen. Tolle Frau, toller Salon. Mir hat es, glaube ich, Amanda gemacht. Sehr große Empfehlung. Mein Lippenstift ist von NYX. Mein Haarband ist von ASOS. Mein Oberteil ist von Edited. Das ist mein absoluter neuer Lieblings Shopping-Laden. Die haben einfach so richtig stilvolle Klamotten, die aber trotzdem so manchmal so, upsie. Mein Schrank ist von Ikea. Diese Kugel habe ich geschenkt bekommen. Diese Pflanze ist von meiner original großen Monstera, ein Baby, was ich gerade ranzüchte, damit ich es umtopfen kann. Meinen Freund habe ich in Korea kennengelernt. Doch Leute, stellt mir viele Fragen. Ich liebe es, wenn ihr Kommentare schreibt. Ich liebe es, Kommentare durchzulesen. Und ich bin jedes Mal so traurig, wenn unter einem Video so wenig Kommentare stehen. Also denkt dran, ich lese eigentlich fast jedes Kommentar. Ich freue mich über jedes Kommentar. Und ich werde in Zukunft natürlich weiterhin gucken, dass ich euch immer verrate, woher ich etwas habe. Und nun kann ich essen gehen, denn ich habe Hunger. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Das hilft mir und meinem Kanal und kommentiert fleißig, abonniert diesen Kanal, wenn ihr meine neuen Videos nicht verpassen wollt, dann könnt ihr das kostenlos auf meinen Nacken machen. Einfach unten abonnieren. Ich weiß, ich bin heute irgendwie bin ich heute komisch drauf. Bis dann, Leute. Muah.